Shalom Aleichem, wir werden lernen drei besondere Rashis in unserer Parasha. In Kapitel 14 steht geschrieben, Vayomer Adonai el Moshe Mati Zakelai, Daber el Bnei Israel Visao. Was heißt das? Gott sprach zu Moshe, warum schreist du zu mir? Rede zum Volk Israel, sollen sie fahren. Sagt Rashi, was schreist du zu mir? Wir haben gelernt, dass Moshe hat gestanden und gebetet. Hat der Hashem gesagt, es ist nicht jetzt die Zeit, lang zu beten, wenn das Volk Israel haben Probleme, die sind in Schwierigkeiten. Okay, was sehen wir hier? Wenn ein Mensch betet, ist er verbunden mit Hashem. Also sein ganzer Kontakt ist an Hashem. Hier, Kapitel 13, hier. Gut, das ist nicht in die Kopies. Nur diese Rashi hier, seht ihr? Okay. Okay. Moshe hat begonnen zu beten. Hashem hat ihm gesagt, Moshe, wenn jemand hat Probleme und Schwierigkeiten, wenn jemand ist in Not, wenn jemand braucht deine Hilfe, ist nicht die Zeit jetzt zu stehen und lang zu beten. Was sehen wir hier? Was ist wichtiger? An Gott zu beten oder andere Menschen in Not zu helfen? Andere Menschen in Not zu helfen. Sehr gut, wo lernen wir das? Sehr gut, wow. Stereo, super. Ich würde Sie fragen. Wo haben wir, noch einmal in die Tora, wo einer ist mit Gott verbunden und Gott zeigt denn, dass das, was er tut jetzt, ist wichtiger als mit Gott zu kommunizieren. Ein Gastgeber. Lot und... Nein, die drei Engel. Wann? Was war? Dass die drei Engel sind gekommen und er hatte Schmerzen und dann hat er sie ganz schön behandelt. Aber früher hat er gebetet. Der hat zu Gott gebetet, der wollte Kinder und... Was ist größer, Schina zu empfangen oder Gastfreundschaft? Was ist der Gastfreundschaft? Gastfreundschaft. Und hier ist das zweite Mal, genau. Und das ist hier das zweite Mal, wo Moshe Rabbeinu steht und schreit und betet zu Gott. Sagt dem Gott, jetzt ist nicht die Zeit lang zu beten. Warum schreist du? Jetzt, die Mitzrim sind schon in der Nähe. Und wenn jemand hat Not, wenn jemand ist ihm schwierig, muss man ihm helfen. Das ist der erste Rashi. Was ist das Resultat von dieser Rashi? Was ist die Maskana, die Konsequenz? Was lernen wir von dieser Rashi? Es lieber zu helfen und danach erstmal mit Gott zu verbinden. Zu binden, genau. Manche Leute glauben, ich würde jetzt beten und lang. Nein. Handle, mach. Tust du, machst du und so hilft dir Gott. Es gibt Zeiten, wo es nicht die Zeit, und gerade heute in unserer Generation, wo es gibt so viele Menschen, die brauchen physischen und geistigen Hilfe, muss man die Menschen zu helfen. Und wenn man schafft nicht alleine, muss man andere Leute beten zu helfen. Deshalb sieht man hier in dieser Parasha eine sehr, sehr wichtige Sache, dass Hashem sagt, etwas, was wir davon lernen können, zu unserem Leben. Was können wir lernen für unser Leben? Dass man helfen soll. Wie? Wenn man also erstmal andere helfen, Gastfreundschaft, physische und geistliche Hilfe und erst dann beten. Okay, jetzt. Jetzt lernen wir noch eine Maschal von Rashi. Ich habe euch die Blätter verteilt. Aber ich suche noch andere. Es war... Nein, es war noch eine. So eine ähnliche. Eine Sekunde, ich werde das finden. Kann ich nur diesen machen? Nein, Moment, ich will das in der Reihenfolge. Lohnt sich manchmal zu finden, dauert eine Sekunde und dann sehen wir. Also das haben wir gelernt. Mit Moshe, der hat gestanden und gebetet. Gott hat ihm gesagt, es ist nicht jetzt die Zeit zu beten. Gut, das haben wir gelernt. Oh, habe ich gewusst. Ganz in der Nähe. Steht geschrieben, dass
ויבוא בין מחנה מצרים ובין מחנה ישראל. ויהי ענן והחושך ויער את הלילה, ולא קרב זה אל זה כל הלילה. ונרקם צווישן די מצרים וצווישן די ישראליתן, ונסבר וולקן ודונקל, ובלוישת דנחת, ונסניש גיקומן. יצ רשי. יש לי הזדם רשי. משל למהלך בדרך, ובנו מהלך לפניו. אין הגית ונטוויקס, ונזיין זון, קומט פור אים. באו ליסטים לשבותו, קומן רויברס אים צו אנטפירן, נטלו מלפניו, ונטלו לאחריו. בא זאב מאחריו, קומט אין. Von hinten, was macht er? Er schickt ihn nach vorne. Kommen Geiselnamen und Wolfen von hinten, was macht er? Schickt ihn nach vorne. Nein, vorne sind Räubers, hinten sind Wolfen. Auf die Schulter. Auf die Schulter, sehr gut. Er legt sein Kind auf die Schulter und damit kämpft er. So wie es steht geschrieben in Hosea, in der Prophet Hosea, Kapitel 11, ואנוכי תרגלתי לאפרים, כוחם על זרועותיו. אז מה זה אנביר היר? דס השם נמת די מצרים ונמצי אוף די שולטר. יצט. לזון זה יצט צוזן דיזה בייספיל דיזה משל פון רשי, צוזן דס צו ארקלר ובס פסיטיר אין די פרשה. פון הינטן ור קומט? אין וולף. אין וולף. Wer ist hier der Wolf in die Geschichte? Die Mitzrim. Fem Ort. Die Mitzrim. Warum die Mitzrim sind Wolf? Was will ein Wolf? Essen. Beißen. Essen. Beißen. Essen. Er ist ein Raubtier. Gut. Und die Räubers. Wer ist der Räuber? Was hat das jüdische Volk? Meer. Meer und was noch? Wüste. Wüste von der Seite. Nein. Es. Ja. Die Räuber sind die Wasser und die Wüste später. Also es gibt zwei Plätze, wo Menschen sind dort sehr oft geraubt. In die Wüste und ins Meer. Jeden paar Nachrichten hören wir, dass einer hat sich dort ertrunken, einer hat sich dort in die Wüste. Sie haben jetzt Angst. Also deshalb nennt Rashi, dort wo wir gehen nach vorne, Räuber. Und der kommt da hinten. Nee, okay, jetzt. Interessant. Steht geschrieben, dass zwar ein Engel, der gegangen zwischen Machane Mitzrayim und Machane Israel. Und deshalb bringt Rashi, warum muss man sagen, dass es war eine Säule, soll sie helfen. Jetzt. Es war eine Wolke und eine Engel, die haben die ganze Zeit geschützt, die Juden von beiden Seiten. Die Schutz von der Wolke, von wo war sie? Von hinten. Und was hat sie geschützt? Von was? Was haben die Mitzrim gemacht? Bogenschütze. Sehr gut, woher weißt du das? Einfach gedacht. Und der Engel, der geht vorne, womit schützt er das? Soll nichts passieren, keine Naturkatastrophe. Verstanden? Also hier sehen wir, dass Rashi lehrt uns, dass Am Israel ist von allen Seiten geschützt. Am Anfang, wo sie waren, wo Gott hat sie geschützt, von vorne, wer ist gekommen? Die Säule. Noch einmal die Fabel. Was war die Fabel? Erzähl mir noch einmal die Fabel komplett. Ein Vater geht mit einem Sohn. Der Sohn läuft vorne und der Vater hinten. Da kommen Räuber von vorne und der Vater nimmt den Sohn nach hinten. Da kommt ein Wolf von hinten. Dann nimmt er ihn auf seine Schulter. Nein, doch. Dann bringt er ihn nach vorne wieder. Vorne waren die Räuber. Die waren schon weg. Du hast gesagt, auf die Schulter. Ich noch einmal Rashi. Ein Kind war auf den Schulter. Basev macharav netalo lefanav. Der Wolf war von hinten, er hat gebracht dem Kind nach vorne. Ja. Ja? Kamen die Räuber und dann auf die Schulter. Ja. Und dann, wenn es kommt, die Räuber vorne und die Wolfen von hinten, was hat er gemacht? Auf die Schulter. Auf die Schulter. Wo lernen wir, dass Hashem nimmt uns auf seine Schulter? Welcher Prophet sagt das? Ich gebe dir drei, du sagst mir wer. Jeremia, Jesaja oder Hosea? Hosea. Sehr gut. Sehr gut. Also wir sehen drei
Propheten. Und die Aufgabe, dass Hashem nimmt uns auf die Schulter, das steht beim Prophet Hoshea. Sehr gut. Gut zu wissen, wo in Hoshea. Kapitel. Welche Kapitel? 11. Kapitel 11. Ja, Femeot. Sehr, sehr gut. Shekoa Ruba. Gedächtnis. Kanone, Granatbombe, Kol HaKavod. Ihr lernt sehr gut. Und dann gehen wir jetzt zu unserer dritte Rashi. Vayavo Amalek, vayilachem im Israel berifidim. Es kam Amalek und kämpfte Israel in Refidim. Gut. Jetzt, ich sage euch zuerst, was passiert, und dann sehen wir, was ist die Maschal von Rashi. Welche drei Wunder sind passiert bis jetzt in die Parasha? Welche drei Wunder hat Hashem gezeigt am Israel, bis dem das Amalek ist gekommen und er beginnt zu kämpfen mit den Juden? Kriat Yam Suf noch nicht. Kriat Yam Suf schon passiert, okay. Kriat Yam Suf. Was noch? Feuersäule. Ne? Feuersäule. Und Anan. Oder Wolke. Säule. Drei schon. Was noch? Engel. Was haben sie bekommen? Nicht noch geschützt. Mann, Tora. Mann haben sie bekommen. Tora noch nicht. Tora nächste Woche. Sie haben beide Säulen. Sie haben Essen von Gott bekommen. Nicht Schutz. Was haben sie bekommen? Gutes. Leckeres. Fleisch bekommen, Slav, Mann. Und Wasser. Und Wasser. Also drei Sachen haben sie bekommen. Okay, nicht vergessen das, was wir lernen, weil dann sehen wir das, was Rashi sagt. Rashi sagt, und erste Mal, zweite Mal und drittes Mal. Dann werden wir genau verstehen, das, was Rashi sagt. Komm, wir lernen. Jetzt Rashi. Sagt unten Rashi, Mashal Adam, Shirkiv Bno al Ktefo, La Derech. Was heißt das? Also, was ist? Es zu vergleichen mit einem Mensch. Vater. Mit einem Vater. Der seinen Sohn auf seine Schulter trägt. Er sagt nicht jetzt, interessant, sagt die Rashi Mensch, nicht Vater. Auf wie wird das aber Vater? Ja, aber guck mal auch, die früher, glaube ich, Rashi hat gesagt, sehr interessant. Habt ihr verstanden meine Frage? Ja, das ist auf Hebräisch. Also wortwörtlich ist es Vater. Mashale me'alech baderech ubno me'alech lefanav. Hier steht auch nicht Vater. Gut, da habe ich schon beruhigt. Gut, also Mashale Adam, gleich einem Mensch, was macht er? Der seinen Sohn auf die Schulter nimmt. Er geht auf den Weg und er nimmt ihn auf die Schulter. Okay? Ja. Wer zahlt der Derech? Was heißt wer zahlt der Derech? Er ist auf dem Weg. Er ist auf der Reise. Und der Sohn hat einen Gegenstand gesehen und hat ihn gebeten, ne, gib mir das und gib mir das. Und was macht der Papa? Gibt ihn. Er gibt ihn. Wechen Schnia, wechen Schlischit. Ebenso. Ersten und ebenso. Zweite und dritte. Und dritten. Pagube Adam. Was heißt Pagube Adam? Da begegnen sie einem Menschen. Amarlo Oto Aben. Und sagt ihm der Sohn: Hast du meinen Vater gesehen? Hast du meinen Vater gesehen? Amarlo. Hat er ihm gesagt. Hat er ihm gesagt. Du weißt nicht, wo ich bin. Ich lichome alav. Der hat ihn weggeworfen von sich. Uba kelev und eschacho. Und kam ein Hund, ein bissiger Hund, ein Rottweiler. Rottweiler. Rottweiler oder noch schlimmerer. Und hat ihm gebissen. Wer will mir jetzt dir erklären, die Maschal von Rashi? Bakasha. Also in unserem Fall oder erstmal überhaupt? Erstmal allgemein, erzähl mir das in heute, in die moderne Variante. Wie siehst du diese Beispiele? Ein Vater gibt seinem Sohn alles, was er will. Und am Ende ist er undankbar und fragt jemand anders, ob er ihm helfen kann, anstatt seinem Vater. Nein, nicht helfen.
Er fragt den Mobel, weiß der überhaupt, wo ist sein Vater? Der weiß nicht mal, wo sein Vater ist. Was macht der Vater? Und sein Vater hört auf, ihm Sachen zu geben. Hört auf, ihn zu tragen. Also in unserer Welt. Ah, okay, Slicha, okay. Sachen zu geben. Und dann passieren ihm verschiedene Sachen. Also in der Geschichte, ein Hund beißt ihn. Und erst danach kehrt er wieder zurück zu seinem Vater und ist dankbar. Okay. Um das zu erklären, brauchen wir etwas jetzt zu verstehen. Hashem ist verborgen, man sieht ihn nicht. Und der Mensch denkt, ich mache alles. Ich arbeite, ich lerne, ich schaffe. Und steht geschrieben in die Tora, sei vorsichtig und pass auf deine Seele, damit du nicht erheblich wirst. Und du sagst, mein Kraft und die Stärke mein Arm hat mir den Erfolg gebracht. Weißt du, wieso bin ich Erfolg? Reich, klug, schön, gesund. Oh, habe ich Sport gemacht. Weißt du, warum habe ich keine Rückenschmerzen? Ich habe gemacht Pilates. Weißt du, warum meine Kinder sind so gelungen? Habe ich für sie gebetet. Nein. Du, Moshe Groß. Was glaubst du? Ist du was Besonderes? Hashem macht für dich alles. Sogar den Fleiß, die Wille, die Motivation, etwas zu tun, wer schenkt das? Gott. Hashem. Manche Leute haben große Wille, große Lust, große Hunger, große Bedarf, etwas zu tun und manche haben keine Lust. Was sollen sie machen? Und jetzt will ich etwas erklären. Damit sollen wir die Sachen richtig verstehen. Ich habe bekommen einen Brief von jemand und er sagt, dass diese Welt ist nicht gut und Gott hat in dieser Welt versagt. Und nur 1% von dieser Welt ist gut. Was denkt ihr auf diesen Mensch? Hat er recht oder hat er nicht recht? Was kann man so einem Mensch sagen? Der hat nicht recht. Was? Er hat erstmal nicht recht. Der hat nicht recht und? Kann sagen, ne? Was kann man ihm sagen? Er sagt, dass Gott hat versagt und 99% aller Sachen in dieser Welt sind schlecht, sind nicht gut. Dass er eine schlechte Brille hat, dass er alles nur das Schlechte sieht, dass es eigentlich mehr als 1% der Welt gut ist. Dass er hat eine schlechte Brille? Ja. Dass er sieht also alles im schlechten Sinne. Ja. Was sagst du? Dass er hat recht. Dass er hat recht? Auch recht und auch nicht recht. Was heißt das? Er hat auch recht, weil die Welt ist auch gut. Gott macht für uns viele Sachen. Und auch, er hat auch recht, weil auch die Welt ist nicht so gut in andere Sachen. Mal sind man ganz reich und geht man runter. Also manchmal sieht man, dass Leute haben Probleme, Zorres. Ja. Okay. Jetzt, ich will die Sachen jetzt lösen. Steht geschrieben, Bati legani achoti kala. Dass Gott ist gekommen zu seinem Garten. Hashem nennt diese Welt Garten. Gan Eden, Paradies. Hashem nennt diese Welt gut. Hashem nennt das, dass diese Welt ist Gan Eden beim Stiftzelt, beim Toragebung. Wenn Noach bringt sein Opfer, Gott sagt, es reicht nicht hoch, es ist Gan Eden, es ist sehr, sehr gut. Aber stellt sich die Frage, wer sagt, dass diese Welt ist gut? Sogar der alte Rebbe schreibt in Tanja, Kapitel Vav, Kapitel 6, etwas ganz Schlimmeres, ich zitiere. Er sagt, Olam azeh umlo'o, Olam male klipot vesitra achre. Diese Welt ist eine Welt voll mit Klipot, mit Schale und andere Seite. Und deshalb, alle Handlungen von dieser Welt sind schwierig und schlecht. Und die Freveler, die Bösen, sind stärker hier. Also verstehe ich nicht. Wo leben wir? Wir leben in Bosilegani, in Gan Eden
Oder das, was sagt der alte Rebbe in Kapitel Wov, dass diese Welt, wie nennt er diese Welt? Schlecht. Also, hier haben wir zwei Leute, genau diese Diskussion. Er sagt, dass der Junge hat schlechte Brille und die Welt ist gut, ist Bossi Legani. Und er sagt, dass die Welt ist, so wie der alte Rebbe sagt, schlecht, aber sie hat auch eine gute Seite. Und jetzt kommt die Antwort. Die Antwort lautet, wir sind die Gärtners. Ein Gärtner sieht in dieser Welt, was kann ich machen? Wo ist meine Aufgabe? Wo ist meine Mission? Was kann ich diese Welt verbessern? Nicht schauen auf die andere Seite. Was heißt das? Hashem hat geschafft eine Welt, damit soll jeder eine von uns soll in seine drei Lefushim denken, reden und handeln, ein Paradies machen. Wenn ein Mensch redet gute Wörter, welche Stimmung macht er neben sich? Gan Eden oder Genom? Gan Eden. Gan Eden. Wenn ein Mensch macht gute Handlungen, welche Atmosphäre? Gan Eden. Wenn ein Mensch hat sogar gute Gedanken, Gan Eden. Gan Eden. Das heißt, wenn jeder Mensch sagt, ich bin verantwortlich für diese Welt, ob ich mache diese Welt Gan Eden oder andere Seite, Chas v'Shalom, 99% schlecht, die Frage ist, was tust du als Gärtner? Wenn du kommst zum Garten, wenn jemand kommt zum Garten, was wächst schneller? Dorn, Kaktus, Balagan, Tovavo, schlecht, Dunkelheit oder schöne Bäume, schöne Rosen? Was ist schwieriger zu machen? Etwas zu bauen oder etwas zu zerstören? Einfacher? Ja. Einfacher ist etwas zu zerstören. Etwas zu zerstören, stimmt? Ja. Jetzt, trotzdem, was gibt in dieser Welt mehr? Zerstört man mehr oder baut man mehr? Ich glaube, man baut mehr. Das ist nicht nur du. Auch meine Augen sagen, man baut mehr. Er nicht. Er nicht. Warum sieht er nicht? Weil er baut nicht. Schlechter Gärtner. Schlechter Gärtner. Der tut nichts. Oder es ist ihm, er hat sich nicht eingebunden. Was passiert, wenn ein Mensch kann nicht Gärtner sein? Nicht jeder Mensch hat diese Brille. Zu sehen, diese Welt in so einer optimistischen, guten, rosen Brille. Was soll machen so ein Mensch, weißt du? Soll er nehmen einen Rebbe? Und der Rebbe ist so einer, der hat gelernt Torah, der hat gelernt viel Chassidut, viel Talmud, viel Halacha. In welcher Welt lebt der Rebbe? In Bossi Legani Gan Eden? Bossi Legani. Oder in Sitre Ache, dass diese Welt ist 99 schlecht? Bossi Legani. In Bossi Legani. Der Rebbe lebt in Bossi Legani. In dem Moment, wo ich weiß nicht, in welcher Welt zu leben, was muss ich machen? Ich muss mich kontaktieren mit dem Rebbe. Und dann der Rebbe wird mir retten, damit soll ich leben in Bossi Legani. Es war einmal ein Rabbiner, ein Schaliach, er ist gekommen zu einer Stadt in Amerika. Zu einer Stadt. Mit einer Frau und zwei Kindern. Und diese Gemeinde war nicht einverstanden, dass kommt ein neuer Chassid und er macht in dieser Umgebung seinen neuen Chassidismus und Revolution. Sie haben ihm das Leben schwer gemacht. Und nicht die Goyim, die Juden. Es waren dort verschiedene Gruppen von Juden. Sie haben mir in die Synagoge nicht Aliyah gegeben. Nur mit Aliyah kann man leben. Aber hat man seine Kinder nicht genommen zum Kindergarten. Sie haben gesagt, weil du bist gekommen zu dieser Stadt, um uns Balagan, Unruhe zu bringen. Gut. Er hat gesagt, was soll ich machen? Ich muss eine Wohnung mieten. Er hat gesucht eine Wohnung. Und wenn er war, falls bald beim Unterschreiben die Wohnung, hat jemand von den Freunden dort, hat ihm annulliert den Vertrag und er ist geblieben ohne Freunde in die Synagoge, ohne Kinder im Kindergarten, ohne Wohnung, der hat gedreht von Hotel zu Hotel. Er hatte die Nase voll. Nach halbes Jahr, er konnte nicht mehr, es war irgendwo in Carolina, glaube ich, North Carolina. Und er ist zurück nach Brooklyn, kam zum Rebbe, aber vor dem, dass man geht zum Rebbe, geht man zum Sekretär, ist gegangen zu Rav Chodokov. Und er sagt, Rav Chodokov, ich möchte beim Rebbe Yechides, Termin. Sagt er, geht nicht. Du warst erst vor ein paar Monaten, speziell vor deinem Geburtstag und vor deiner Schlichut, geht nicht jetzt.
Er hat ihm gesagt, Pikuach Nefesh. Was ist Pikuach Nefesh? Es ist sehr dringend, es ist Lebensgefahr, es handelt sich, sagt Rav Chodokow. Wissen Sie, alle sagen beim Rebbe Pikuach Nefesh. Jeder sagt, es ist Pikuach Nefesh. Sagt er, weißt du was? Sagt der Shaliach, ich werde schreiben mein Problem und der Rebbe wird sagen, ob ich kriege einen Termin oder nicht. Machen wir so. Er hat geschrieben, dass er braucht dem Rebbe dringend und er will einen Termin. Gut, er kommt rein zum Rebbe und er sagt dem Rebbe mit Weinen, ich kenne nicht mehr. So eine schlechte Welt. Man gibt mir nicht Aliyah, man macht mir Zores. Kein Kindergarten, keine Wohnung. Ich weiß nicht, wo ich weitergehe. Was soll ich machen? Und der Rebbe hat so nicht gelacht, aber so geschmeichelt, hat geschmunzelt. Der Rebbe hat gesagt, Sie haben nicht gelernt Tanja. Sie haben nicht gelernt Tanja, sagt er, was? Sagt er, Sie haben nicht gelernt die Tanja. Was steht in die Tanja? Was hab ich euch zitiert von der Tanja? Das heißt, Klipot und Slech. Dass die ganze Welt ist Klipot und Sitre Ache und die Frevler, die Bösen, sind die Mehrheit. Und was ist unsere Aufgabe trotzdem? Gute Gärtner zu sein. Wir haben eine Aufgabe. Unsere Aufgabe ist nicht zu glauben, das was wir hören, das was wir sehen, das was wir lesen, das was wir müssen leben. Ihr würdet sagen, ja, du lebst in eine Illusion, in eine Seifeballon, Blase. Du lebst in eine Blase. Nee. Derjenige, der sagt, dass die Welt in 99% schlecht, so ein Mensch lebt in die Sitre Ache, so ein Mensch lebt in einer Undankbarkeit. Der hat einen Computer zu schreiben, Kommentare, das heißt, der hat einen Stuhl, der sitzt nicht auf der Straße, der schreibt nicht von der Straße seinen Kommentar, er ist nur verbittert, er ist nur traurig, wie auch immer der Grund, entweder Probleme in die Beziehung, oder hat er keine Parnasse, oder ist er enttäuscht von Menschen. Wenn jemand hat Probleme in Beziehung, enttäuscht von Menschen, schwierig mit Parnasse, ich rede nicht jetzt, wenn einer hat eine Tragödie. Wenn einer hat eine Tragödie, natürlich braucht er lange Zeit, bis er sich auf die Beine steht. Also da will ich niemand urteilen. Sie wissen, Rabbi Moshe ben Maimon, Rambam, hat verloren seinen Bruder David. Er ist in Schiff ertrunken. Und Rambam war mehr wie ein Jahr in einer sehr traurigen Lage. Also der lag im Bett und er war sehr traurig und er hat keine Lust zum Leben. Nach einem Jahr ist ihm das Leben besser geworden. Also lass uns jetzt die Sachen zusammenfassen. Diese Welt nach Gottes Hand ist Tov Meod. Gott schuf eine Welt Gan Eden. Er hat das gegeben, der Mensch als Gärtner soll er von dieser Welt machen. Das Beste. Was der Mensch will von dieser Welt? Geben dieser Welt oder nehmen von dieser Welt? Aber von welcher Welt? Ich rede jetzt die normalen Menschen. Geben. Die meisten. Geben. Das wäre schön. Nehmen. Die meisten wollen von dieser Welt nehmen. Aber diejenigen, die lernen Torah, die lernen Chassidut oder allgemein gute Menschen, die überall gibt, in jeder Gruppe, die gute Menschen in jeder Gruppe wollen auch geben. Was wollen sie? Ein Gärtner zu sein. Ein Gärtner ist einer, der will diese Welt in eine schöne, in eine bessere, in eine ruhige, in eine feinere Art zu nehmen. Deshalb liegt das in unserer Hand, wie macht man in dieser Welt. Ich empfehle so einen Mensch, der sagt, dass Gott hat versagt, ihm zu sagen, dass er hat selbst versagt. Und wenn er kann nicht sein eigenes Leben alleine in die Hände nehmen, guck mal, wie viele Menschen hat Gott in seine Hände. Was glaubst du, du kannst das besser machen? Es gibt eine Geschichte in Talmud, die so ähnlich. Es war ein Mann, der war sehr, sehr arm. Der ist Rabbi Eliezer ben Pedos. Rabbi Eliezer ben Pedos war einmal so krank, dass er musste Blut abnehmen. Was passiert nach Blut abnehmen? Der Mensch wird schwindelig. Und er hat gegessen nach dem Blut abnehmen Knoblauch und er lag fast am Sterben, weil Knoblauch zu essen nach einem Blutabnehmen ist Katastrophe. Und da hat er geweint und gesagt, Gott, was hast du gemacht? Warum hast du mir so arm gemacht? Sagt ihm Gott, willst du reich werden? Gott hat ihm erzählt seine ganze Geschichte vorher, nachher, was wird passieren.
Und er hat gesagt, wie lange habe ich noch zu leben? Gott hat ihm auch gesagt, wie viel. Sagt er, nein, lass mich so, wie ich bin. In dem Moment, wo Gott hat ihm erklärt, genau, ich habe ein bisschen vergessen die Geschichte. Wenn ich mich nicht irre, es ist etwas in dieser Art. Rabbi Eliezer ben Pedat. Ja? Eine Sekunde. Ich suche diese. Man kann es auch in den Kommentaren nachschreiben. Nein, eine Sekunde, nein, ich will das nur. Eliezer ben Pedat. Eine Sekunde. Also, jetzt will ich eure Kommentare zu hören, bis ich das finde. Zu diesem Thema heute. Was kann man sagen, dieser Mensch, wie kann man ihn beruhigen und wie kann man reden mit solchen Menschen? Bitte schön, beginn. Man kann ihm sagen, dass er das Beste aus seinem Leben soll, dass Gott uns die Werkzeuge gibt dafür, dass wir das Beste aus unserem... Gott gibt uns einen Garten und wir sollen daraus einen Garten Eden machen und etwas Gutes machen. Und wenn er denkt, dass Gott versagt hat, dann hat er Unrecht. Woher wissen wir, dass er hat Unrecht? Beim Gebete, wie beenden wir? Nein, beim Ende von Shmona Esrei. Okay, Yeshuatenu, Vezratenu, Sela. Was heißt das, Heilatov? Der gute Gott. Also steht geschrieben in Shmona Esrei, dass Gott ist gut. Ja? Ja. Also was muss er anders machen? Er muss an sich selber arbeiten und nicht probieren, Gott zu verbessern. Ja, soll er sich selbst verbessern, stimmt? Ja. Was sagst du? Das hat recht. Sehr süß von dir. Klar hat er recht. Was denkst du, was wirst du jetzt diesen Mann beruhigen? Er ist traurig. Er sagt, Gott hat versagt, Gott hat 99% von dieser Welt nicht gut getan. Wie kannst du diesen Mensch beruhigen? Was wirst du mit ihm sagen? Was verstehst du ihm und was verstehst du ihm nicht? Er hat auch recht und hat auch nicht recht. Was hat er recht? Er hat recht, dass die Welt ist nicht so gut. Es gibt auch Glück und mehr oder nicht gute Sachen, aber wir müssen gucken auch auf die gute Seite. Also wir haben auch gute Sachen. Wir haben alles, was wir brauchen. Essen, trinken, was wir wollen. Die meisten Sachen, die wir brauchen. Okay, habe ich die Geschichte gefunden. Eliezer ben Pedat, das war ein Amora Yerushalmi in der zweiten Generation, geboren in Babel. Und der war der Schüler von Rabbi Yochanan und Shmuel. Und er hat gelernt, war sehr arm. Einmal hat er Blut gegeben und er konnte nicht essen, nur ein Stück Knoblauch, hat gegessen. Er war unmächtig. Und hat man ihm gesehen, dass er weint und lacht und eine Feuersäule von seinem Mund. Ich habe ihn gefragt, warum? Sagte, ich habe gefragt, Gott war bei mir, habe ich ihm gefragt, Gott, wie lange soll ich mich noch schmerzen und leiden in dieser Welt? Hat er mir gesagt, Eliezer, mein Sohn, soll ich dir die Welt ändern? Vielleicht willst du geboren sein in einem Moment, wo die Menschen sind reich. Habe ich Gott gefragt, was habe ich mehr in dieser Welt? Mehr gelebt oder mehr Leben? Was? Also was habe ich mehr am Leben? Zu leben oder habe ich... Wenn ein Mensch ist jetzt 70, ja? Hat er sein Leben gelebt oder sein Leben sind vor ihm? Der hat sein Leben gelebt. Okay. Rabbi Eliezer ben Pedat hat gefragt Gott in seinem Alter. Steht geschrieben, wie alt war er? Aber steht geschrieben, er hat gefragt Gott, wo stehe ich? Vielleicht waren wir so paar und 40 oder paar und 50. Hat gefragt Hashem, das Leben ist vor mir oder das Leben ist nach mir? Und was Gott hat ihm gesagt? Die meisten Jahre sind vorbei. Was hat er gesagt zu Gott? Kann er noch bleiben? Lass das so, wie es ist. Er will nicht weggehen und noch einmal geboren in ein anderer Masel. Ist verstanden? Ja. Er will nicht noch einmal geboren sein. Hier weiter. Muss man nur achten, dass wenn ein Mensch hört, was nicht gut ist, soll er legen seine Finger in seine Ohren und schließen. Und so hat Rabbi Eliezer ben Pedat gesagt, muss man einfach achten, was der Mensch tut. Eine gute Woche.